Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Folge 7. Nachdem wir uns das letzte Mal mit der stoischen Ethik und der Tugend der Gerechtigkeit befasst haben, behandeln wir heute die dazugehörigen Übungen. Ja, herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast. Mein Name ist Markus Rüther, ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater und wie immer, mir gegenüber, da sitzt der Ralf und der Tobias. Ja, hallo, Ralf, Mentaltrainer und Softwareentwickler. Hi, ich bin der Tobi, Ingenieur und Hobby-Stoiker. Ja, wunderbar, schön, dass wir uns heute wieder zusammensetzen und treffen, um die Lage der Stoiker hinreichend zu erörtern. Wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Wir sind tatsächlich noch im Tugendteil, das heißt, wir schauen uns ja die Grundlagen der Tugenden an. Was sind eigentlich die verschiedenen Kardinaltugenden der Stoiker und was begründet sie? Kurze Erinnerung, es gibt 4 davon. Also es gibt die Tugend der Weisheit, die Tugend der Gerechtigkeit, die Selbstbeherrschung und den Mut. Und in den letzten Folgen haben wir uns tatsächlich schon die Selbstbeherrschung und den Mut angeschaut, und zwar in zweifacher Hinsicht. Wir haben uns einmal angeschaut, was Selbstbeherrschung und Mut bedeutet, beziehungsweise was sie begründet. Und wir haben uns angeschaut, was wir den ganzen Tag tun müssen, um selbstbeherrscht und mutig zu werden. Und genau das Vorgehen, das haben wir auch mit unserer nächsten Tugend, die wir schon begonnen haben zu erörtern, in der letzten Folge angewandt. Da haben wir uns nämlich die Gerechtigkeit angeschaut und beim letzten Mal also genauer erläutert, was Gerechtigkeit ist. Und heute schauen wir uns genauer an, was wir eigentlich tun müssen. Ganz kurz auch nochmal irgendwie zurückgespult, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Weil die meisten von uns, und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir jedenfalls war das gar nicht mehr so richtig im Kopf geblieben. Also eine faire Beschreibung wäre vielleicht, wenn man sagen würde, ein gerechter Mensch ist für den Stoiker jemand, der interessenloses Wohlwollen anderen gegenüber walten lässt und das mit dem finalen Ziel, die Gesellschaft besser zu machen. Und was bessere Gesellschaft ist, das haben wir ja beim letzten Mal auch genau erklärt für den Stoiker, das ist in Zenons Politeia genau dargelegt. Wenn wir es aber nicht schaffen und nur die Motive haben, müssen wir uns nicht grämen, Tobi, ne? Das hast du uns auch beim letzten Mal erklärt. Ja. Es kommt vor allem auf die Motive bei dem Stoizismus an und nicht auf die Folgen, ob wir das dann tatsächlich erreichen, denn das haben wir nicht vollständig unter Kontrolle. Ich glaube, das ist so eine faire Beschreibung der Gerechtigkeit und ja, nachdem wir die jetzt wieder vor Augen haben, wäre ja auch interessant zu wissen, was wir eigentlich tun müssen, was die Stoiker uns für psychologische Techniken vorschlagen, damit wir das tatsächlich in unseren Alltag integrieren können. Ne? Ja, da haben wir 3 Übungen rausgesucht, genau. Und die erste Übung ist, die Einleitung zur ersten Übung wäre, wie kann ich als Stoiker in der Welt eigentlich gerecht handeln, ohne von dem Ergebnis irgendwie beeinflusst zu werden, abhängig zu werden, weil es außerhalb meiner Kontrolle liegt und dass damit einfach nicht meine Gelassenheit auf dem Spiel steht. Und da gibt es diese stoische Übung des Reserve Clause oder also des Fate Permitted oder auch auf Deutsch mit unter Vorbehalt handeln. So könnte man, so heißt diese Übung. Und im Prinzip ist sie nichts anderes, wie sie wird einfach der Natur von Handlungen in gewisser Weise gerecht, indem man an sein Vorhaben dranhängt, sofern es das Schicksal zulässt, zum Beispiel. Das wäre dieses Fate permitted. Es gibt auch ein praktisches Beispiel. Wir werden heute einen Podcast aufnehmen, sofern es das Schicksal uns zulässt. Es kann ja alles Mögliche auf dem Weg bis zum Podcast, bis zum jetzigen Zeitpunkt passiert sein, dass die Technik nicht funktioniert, irgendwie Unwetter, Lärm, was weiß ich. Aber jeder von uns hatte die Intention, heute einen Podcast aufzunehmen und es hat auch funktioniert bis hierhin. Genau. Und wie haben die Stoiker das tatsächlich verwendet? Haben die das immer in jedem Satz am Ende gesagt? Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu umständlich gewesen, oder? Das ist zu umständlich. So wird im Prinzip, also ein plakatives Beispiel für diese Übung ist eben, wenn ich heute irgendwas vorhabe, hänge ich einfach hinten dran an mein Vorhaben, sofern es auch mit der Außenwelt zusammenhängt und nicht mit mir selbst, sofern es das Schicksal mir ermöglicht oder zulässt. Ja, man kann es auch in Bezug nehmen auf persönliche Ziele, wenn man im Persönlichkeitsentwicklungsbereich unterwegs ist, so ich werde in 5 Jahren
XYZ haben, sofern es das Schicksal mir zulässt. Es kann ja da alles Mögliche dazwischen kommen. Und es nimmt halt so ein bisschen diesen Erfolgsdruck, sage ich jetzt mal. Aber richtet irgendwie auch wieder das Augenmerk auf das Hier und Jetzt, auf die Intention, was eben wichtig ist, dass das Motiv zählt und das Ergebnis ist schön, wenn es funktioniert, aber es ist genauso okay, ich akzeptiere das genauso, wenn es nicht eintritt. Da muss ich halt nochmal, darf ich es halt nochmal korrigieren oder abprüfen, passt mein Bild der Welt mit meinem Motiv zusammen, mit meiner Handlung, mit meiner Durchführung. Da ist ja auch der Bogenschütze ja nochmal die Metapher dafür eigentlich ganz gut. Also ich treffe, sofern es die, also ich wähle zu treffen und ich treffe, sofern es die Umstände mir ermöglichen. Da kann ja alles Mögliche dazwischen kommen. Scheiben fallen um oder mein Körper versagt an irgendeiner Stelle beim Lösen des Schusses. Ja, das kann passieren, aber sollte man sich nicht ärgern, das lernt man dann noch auf dem Weg. Also so eine Art Panzer gegenüber all den Dingen, die wir nicht beeinflussen können, ne? Indem ich dann sage, ja, wenn es die Umstände erlauben, dann werde ich Folgendes tun. Genau, ja, das ist eigentlich, könnte man sagen, ein realistisches Framing in gewisser Weise. Ja, nimmt einem auch ein bisschen so irgendwie die Verantwortung, alles kontrollieren zu wollen, weil man es ja nicht kann. Ja. Also das hat ja auch, diese Reserve Clause hat ja auch in die Religionen Einzug dann damals erhalten. Also es gibt ja dieses So Gott will hinten raus im Christentum oder das Inshallah in der islamischen Welt. Ich habe neulich einen Mittelalterfilm angeguckt und das war da irgendwie aus heutiger Sicht fast ungewöhnlich. Da hat halt irgendwie einer ein Boot betreten zu der Zeit, wo jedes zweite Boot irgendwie untergegangen ist und der hat dann eben auch einfach nur gesagt, ja, so Gott will, komme ich an der anderen Seite an. Also der ist da viel gelassener auf das Boot gegangen als jemand, der alles Mögliche im Kopf hat, was da schiefgehen kann und es ja doch nicht ändern kann. Also diese Reserve Clause hat da schon auch, wenn man da wirklich die konsequent zu Ende denkt, was Befreiendes auch. Das ist ein schönes Beispiel, das ermutigt ja auch in gewisser Weise. Wenn ich das Scheitern akzeptieren kann, dann kann ich auch diesen Schritt eben gehen auf das Boot, was zu 50% schon untergegangen ist. Ja, ein Gedanke, der vielleicht auch eher so ein skeptischer Gedanke ist, der mir jetzt gerade noch gekommen ist, das wäre ja auch, dass man sich unrealistische Ziele eigentlich setzen könnte. Ne? Also ich könnte halt sagen, ja, also im Grunde genommen möchte ich die Welt zu einem besseren Ort machen. Und ich möchte jetzt das tun, indem ich President of the World werde. Sofern es die Umstände erlauben. So, ich strebe das jetzt an, aber im Grunde genommen ist es ja schon klar, dass ich das vermutlich nicht erreichen will. Also soweit ich weiß, ist jetzt nicht geplant, sozusagen einen President of the World einzuführen und so. Na, und dass ich das dann auch noch werde, das ist dann vielleicht auch noch irgendwie unrealistisch. Mhm. Also so meint ein Historiker das aber, glaube ich, nicht mit diesem Fate Permitted, oder? Also da gibt es wahrscheinlich schon auch eine realistische Güterabwägung, die da reinfallen muss. Oder wie hast du das, oder wie habt ihr das verstanden? Also ich sag mal, ich würde es auch persönlich für die Dinge nehmen, die mir doch irgendwo wertvoll sind, wenn sie, also die in der stoischen Kategorie von bevorzugte Indifferenzien, ne, dass das toll wäre, das zu haben. Und wenn es mir ermöglicht wird auf meinem Weg, dann ist das gut, also dafür einzusetzen, tatsächlich für was ich für realistisch halte. Ja. Mhm. Weil ich finde diese President of the World-Geschichte finde ich gerade ganz gut. Also in dem Sinne, dass ich gerade auch nichts finde, wo ich mit begründen könnte, dass man sich damit selbst reinlegt. Außer Ja, vielleicht sind dann auch noch andere Tugenden relevant, ne? Also wenn man jetzt irgendwie über Effektivität redet oder wenn man irgendwie über Realismus redet, redet man vielleicht auch über die Tugend der Weisheit, die dann da auch noch mit reinkommt. Ich meine, wir reden jetzt ja hier über Gerechtigkeit und das ist vielleicht irgendwie ein guter Hinweis, dass damit einfach noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, sondern dass da einfach noch andere Tugenden mit eine Rolle spielen, um solche Fragen zu beantworten. Das war jetzt einfach nur ein Gedanke, den ich nochmal hatte, ob es irgendwie ausgeschlossen ist für den Stoiker, sich einfach total unrealistische Ziele zu setzen oder so. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich könnte ja auch einfach sagen, weißt du was, ich bin jetzt kein ausgebildeter Arzt, aber irgendwie habe ich mir doch vorgenommen, jetzt den Krebs zu besiegen. So, ich bin halt kein Arzt, ich habe keine Zulassung dazu, zum Medizinstudium oder sowas, ne? Aber könnte das irgendwie anstreben. Aber das könnte ja zum Beispiel auch überhaupt nicht gar nicht zu meinen Talenten passen, dass das dem widerspricht und so. Ne? Ja.
Und da wollte ich einfach nur noch mal reinbringen, ob die Stoiker dadurch eine Antwort haben. Und das scheint ja mit Blick auf die anderen Tugenden ja schon so zu sein. Ne? Passt so. Also ich glaube, der Sinn und Zweck ist tatsächlich, sich auch damit abfinden zu können, dass es einfach nicht klappt. Ähnlicher Aspekt wie bei der Prämeditatio Futurum Malorum, dass okay, es kann halt heute irgendwas schiefgehen. Und damit finde ich mich im Vorfeld ab, damit, wenn es wirklich passiert ist, nicht so schlimm auf mich einwirkt. Ich meine, weil ich glaube, klar ist, nur der Weise ist davon tatsächlich unbeeinflusst. Jeder andere Mensch hat dann doch in gewisser Weise irgendwo damit zu kämpfen, wenn irgendwas, was er möchte, eben nicht passiert. Okay. Ja, da habe ich ja vielleicht noch was euch beide interessieren könnte, nämlich noch eine andere Übung. Die Kreise des Hierokles, die auch relativ bekannt sind. Also wenn man so diese stoische Literatur mal durchforstet, da kommt das immer mal wieder vor. Es gibt tatsächlich von den Quellen her gesehen nur ein kleines, sehr zusammenhanglos formatiertes Dokument, in dem das dargestellt wird. Eine Perspektive, die man darauf haben kann, ist diejenige, dass es eigentlich bei diesem Kreis des Hierokles um eine imaginative Übung handelt. Also es geht nicht um eine Sprechübung, dass man sich irgendwie affirmativ immer was vorsagt, sondern dass man sich bestimmte Sachen vorstellt, also in Mente, im Geiste vorstellt. Und die ist gerichtet, diese Übung, auf die Kultivierung des interessenlosen Wohlwollens. Also wir sind ja im Kontext der Tugend der Gerechtigkeit und interessenloses Wohlwollen gegenüber anderen. Das ist irgendwie eine ganz wichtige Komponente. Und das wollen wir jetzt irgendwie kultivieren und in unseren Alltag einbringen. Und für manche Menschen ist das einfacher. Euch gegenüber ist das einfacher. Es gibt aber auch andere Menschen. Ne? Also Menschen, die mir zum Beispiel nicht wohlgesonnen sind oder so. Ne? Die vielleicht mir auch feindlich gesonnen sind, wobei der Stoiker dieses Wort Feind ja so nicht nehmen will. Du hast ja auch schon mal, Ralf, erläutert, dass der Stoiker sich als Kosmopolit versteht. Aber jemand, der einfach nicht sehr freundlich zu einem ist, ne? Und im Normalfall bei den normalen Menschen Ärger oder sowas auslöst. Und da wäre jetzt die Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir denen gegenüber auch ein gewisses Wohlwollen oder eine Affektion oder so haben. Und dafür ist eben diese Übung gut. Ganz kurz nochmal als Disclaimer irgendwie vorab. Die Stoiker meinen tatsächlich auch, dass es sowas wie eine Natural Affection, also eine natürliche Affektion gegenüber anderen Menschen gibt. Und zwar allen. Das heißt, die muss man nicht einfach aus dem Nichts kreieren, sondern die ist da und man muss die halt nur noch weiter kultivieren. Das ist ja ein Unterschied, als wenn man einfach irgendetwas, was nicht da ist, einbauen und einsetzen oder einpflanzen muss oder etwas, was da ist, nur zur Blüte bringt. Ne? Also so kann man es, glaube ich, beschreiben. Und die Übung funktioniert so, dass man sich imaginativ einfach an dem leichtesten Fall orientiert, ne? Indem man zum Beispiel seinen sozialen Nahbereich imaginiert und das Wohlwollen, was man denen gegenüber hat, sich in Erinnerung ruft, ne? Mit allen Sinnen sozusagen versucht, das Ganze zu erfahren und dann diese Kreise nach außen hin macht. Ne? Dann nimmt man meinetwegen den Nachbarn, dann nimmt man seine Arbeitskollegen und so weiter. Und naja, gibt es halt ganz viele Kreise und am Ende dieser Kreise steht halt die gesamte Menschheit. Also das ist dann das Ziel. Das hatten wir ja auch gesagt, die Tugend der Gerechtigkeit ist nicht nur auf einen gerichtet, also bei denen es ganz einfach ist, sondern eben auf alle gerichtet. Ralf, du hast ja gesagt, Kosmopolitismus, ne? Das ist sozusagen die Idee, dass man sich als Bürger der gesamten Welt versteht und insbesondere dann auch die Eigenschaften der anderen teilt, Vernunft, soziales Wesen und so weiter. Und deshalb eben allen in gleicher Weise wohlgesonnen ist, egal wie die anderen einen auch irgendwie behandeln. Also das ist jetzt erstmal die Übung. Ich habe da mal noch ein bisschen gegraben und noch ein bisschen geschaut. Also wenn man sich da in der Literatur umschaut, also die Art von imaginativer Übung gibt es zum Beispiel auch in anderen Traditionen. Also wenn man jetzt in den Buddhismus reinschaut, da gibt es die sogenannte Metta-Meditation oder auf Deutsch übersetzt, so wird es jedenfalls manchmal übersetzt, die Meditation der liebenden Güte. Und die funktioniert halt ganz ähnlich. Ne? Also natürlich gibt es das in verschiedenen Variationen, aber die funktioniert irgendwie ganz ähnlich. Und da sind wir wieder bei diesem beliebten Thema, wussten die Buddhisten eigentlich von den Stoikern und umgekehrt? Machen wir vielleicht mal eine eigene Folge dazu, ob das wirklich so ist. Aber hier vielleicht nur so viel. Also es gibt halt einen sehr bekannten Forscher, John Sellars heißt der, der ist am King's College in London.
Und der hat da auch was dazu gemacht und verschiedene Argumente vorgetragen und verschiedene Beweise für, oder Belege versucht zu sammeln, die dafür sprechen, dass die schon voneinander Einfluss und dass die voneinander da profitiert haben und Einfluss aufeinander hatten. Zum Beispiel bei einer Expedition von Alexander dem Großen, dass die hatten zum Beispiel, da war Pyrrhon von Elis nachweislich da und auf der anderen Seite bei der Expedition, also die haben ja auch irgendwohin expeditiert, ne? Die mussten halt irgendwo hin und sind halt gen Osten gegangen. Da haben sie natürlich dann auch indische Philosophen getroffen, worunter auch Buddhisten gewesen sein können. Und umgekehrt gab es eben auch einen buddhistischen König im 3. Jahrhundert vor Christus, der Akosha hieß. Und der hat eben auch umgekehrt in die umgekehrte Richtung gesandt. Und dafür gibt es noch ganz viele andere Belege. Und wenn man die alle zusammenträgt, so jedenfalls bei John Sellars, dann spricht irgendwie viel dafür, dass die Stoiker und auch die Buddhisten einiges voneinander wussten und sich auch gegenseitig beeinflusst haben. Also vielleicht gar nicht von ungefähr, dass die Metta-Meditation so ähnlich ist wie die Kreise des Hierokles oder umgekehrt. Ne? Ja. Genau. Ja, ist auf jeden Fall eine der schwereren Übungen, würde ich mal sagen. Ich habe auch schon gehört, dass es jetzt da irgendwie Bestrebungen gibt, in diese Analogie mit den Kreisen, in den äußersten Kreis, den nicht bei der Menschheit enden zu lassen, sondern den gesamten Planeten da mit reinzunehmen, einfach um das auch nochmal irgendwie so zu symbolisieren, dass diese Anteilnahme nicht bei den Menschen enden sollte, sondern auch versöhnlicheres Bild mit der Natur wieder dann zustande kommt oder eine versöhnlichere Beziehung. Also ja, lässt sich natürlich auch darüber diskutieren, was für Menschen da bei den Stoikern gemeint waren. Also haben die das auf alle wirklich bezogen oder wieder nur auf alte weiße Männer, würde man heute sagen. Also waren da wirklich alle gleich? Waren da auch Frauen gleich, was ja bei den Stoikern schon so war, dass die da mit drin sind? Also es ist auf jeden Fall natürlich eine schwere Übung, wie du sagst, wenn mir jetzt jemand feindselig gegenüber steht, auf den dann in letzter Konsequenz das gleiche Verhalten anzuwenden wie auf meine eigene Familie. Also finde ich eine der schwereren Übungen. Ja. Ja, ich glaube, die eine Frage ist die Begründungs- und Abwägungsfrage, wie ich im Konfliktfall damit umgehe. Also wem gebe ich den Vorrang? Ich glaube, da haben die Stoiker dann eine eigene Theorie dazu. Ne? Also wie ich mit Familienangehörigen oder wie ich mit Fremden umgehe. Ich glaube, da in dem Punkt geht es, und das wäre ja die zweite Frage, einfach erstmal darum, wie trete ich anderen auch Fremden gegenüber? Ne? Mhm. Und dass ich dieses interesselose Wohlwollen gegenüber Familienangehörigen habe, scheint irgendwie klarer zu sein, also bei den meisten jedenfalls. Und dass ich das aber gegenüber Feinden oder Fremden habe oder vielleicht gegenüber auch Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, die ich nie kennengelernt habe, das ist ja dann ein bisschen schwieriger. Und das versucht die Übung, glaube ich, zu stärker einfach in den Vordergrund zu rücken und bei uns dieses Gefühl hervorzurufen. Ob wir dann die anderen genauso behandeln sollten in ethischer Hinsicht, das ist dann wieder eine andere Frage. Das ist, wie gesagt, die erste Frage, die ich eben erwähnt habe. Die muss man, glaube ich, voneinander unterscheiden. Das ist nochmal ein guter Hinweis, dass man das hier einbringt. Was man da vielleicht bei der Übung auch noch machen kann, sich vielleicht noch mal daran erinnern, dass aus stoischer Sicht, dass auch jeder von diesen, selbst mein Feind, ja dieses Anteil an dieser universellen Vernunft auch hat. Also sogar mein Feind, der alles andere ist, außer gut, aus meiner Sicht. Da kann das vielleicht auch noch mal helfen, sich das bewusst zu machen, dass dem so ist, aus stoischer Sicht. Ja, definitiv. Was diese Metta-Meditation, also die Meditation der liebenden Güte angeht, die ist tatsächlich psychologisch auch mal erforscht worden. Also da gibt es eine Psychologin in Amerika, in Chapel Hill, die Barbara Fredrickson, die das mit Probanden mal gemacht hat. Und da kommt dann dabei raus, dass es sozusagen statistisch signifikante Ergebnisse gibt, und zwar diejenigen, dass man zu prosozialem Verhalten neigt. Ja, also wenn man diese Meditation über einen bestimmten Zeitraum macht und die auch quantitativ in einer bestimmten Häufigkeit macht, da wird man ein freundlicherer Mensch. Das hätte man vermutlich intuitiv schon gedacht, aber jetzt hat man auch nochmal empirische Belege. Ja, schöne Übungen bisher. Ich habe auch noch eine ganz, ganz tolle Übung mit dabei. Und zwar nennt sich die Kontemplation des stoischen Weisen. Das hört sich jetzt hochtrabend an. Im Grunde geht es darum, sich an Vorbildern zu messen oder Vorbilder parat zu haben im Geiste. Und ich habe ein bisschen was recherchiert. Also das scheint auf Sokrates zurückzugehen. Zumindest hat Xenophon
da geschrieben, dass die bloße Gegenwart von Sokrates hat Leute um ihn herum besser gemacht. Und er hat noch weitergeschrieben, selbst nach seinem Tod hat der Gedanke an ihn die Leute, den Leuten geholfen, also die ihn kannten. Wenn die sich nach seinem Tod an ihn erinnert haben, haben sie sich auch besser benommen, so nach dem Motto. Und das haben dann die Stoiker eben auch wieder aufgegriffen. Seneca schreibt dann, glücklich der, der für einen Menschen solche Ehrfurcht empfindet, dass die bloße Erinnerung an ihn das eigene Ich in Ordnung bringt, nimm dir Cato zum Vorbild. Also für ihn war Cato so irgendwie der Maßstab, an dem er sich orientieren sollte. Das schreibt er da in den Briefen an Lucilius. Und auch Epiktet hat dann später nochmal im Grunde das Gleiche geschrieben. Der hat irgendwie gesagt, halte dir vor Augen, was Sokrates oder Zeno gemacht hätten. Also die haben immer so den Menschen empfohlen, ja, vor jeder Handlung denk dir, ja, hätte Zeno das genauso gemacht oder hätte Sokrates das genauso gemacht. Und ja, diese stoischen Weisen oder zumindest Vorbilder haben das als Maßstab für die eigenen Handlungen hergehalten. Da könnte man jetzt, oder ein Punkt, den ich da vielleicht noch anmerken will, ist, denen ging es jetzt da vor allem um den Fokus auf die bewundernswerten Charaktereigenschaften. Also das ist auch gerade im heutigen Kontext wichtig. Also wenn ich mir da so ein Vorbild nehme, wen auch immer ich da habe, mir geht es mehr um die Charaktereigenschaften. Also die sollte ich mir zum Vorbild nehmen und jetzt nicht irgendwelche Äußerlichkeiten oder irgendwelche Erfolge, die wiederum nicht in meiner Macht sind. Wenn, also keine Ahnung, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, so ausschauen wie Brad Pitt, ja, das ist ein tolles Vorbild. Also das war damit nicht gemeint, sondern eher irgendwie diese Friedfertigkeit von Nelson Mandela oder so. Also da geht es mehr dann um Charaktereigenschaften, die sind für mich zu erreichen oder die kann ich zumindest erreichen. Das ist nicht im Bereich des Unmöglichen, aber mein Aussehen da irgendwie komplett zu verändern oder genauso viele Platten wie Ed Sheeran zu verkaufen, das ist jetzt damit nicht gemeint. Das könnte dann einen Einwand noch geben gegen diese Kontemplation des stoischen Weisen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, okay, wenn ich mir jetzt Marc Aurel als Maßstab nehme, der hatte eine ganz andere Erziehung als ich, das ist für mich gar nicht möglich, diese Charaktereigenschaften auszubilden. Ebenso könnte man argumentieren, ja, wenn ich nur einzelne bewundernswerte Charaktereigenschaften rauspicke, das ist wie so Rosinenpickerei, ich sollte mir mein Vorbild doch als gesamten Mensch betrachten. Zum Beispiel könnte ich durchaus irgendwie sagen, ein Massenmörder, der viele Menschen umgebracht hat, Mensch, der war zielstrebig, der war tatkräftig. Also auch an dem finde ich bewundernswerte Charaktereigenschaften, aber die sind vielleicht nur das Resultat gewesen von irgendwas, was ganz gehörig schiefgelaufen ist bei dem. Und um das so ein bisschen zu korrigieren, finde ich auch eine ganz schöne Abwandlung von dieser Kontemplation der stoischen Weisen, sein eigenes Idealbild als Vorbild zu nehmen. Also, weil ich kann mich schlecht mit anderen vergleichen, aber ich kann mich sehr wohl mit mir selber vergleichen. Und da dann vor irgendwelchen Handlungen mir zu denken, wie würde mein eigenes Idealbild oder die Vorstellung von mir selber, wenn ich mir denke, so möchte ich sein, wie würde derjenige das kommentieren, diese Handlung ausführen und so. Das finde ich eigentlich so einen schönen Weg, um diese Einwände gegen diese Kontemplation des stoischen Weisen noch ein bisschen zu umschiffen. Schön. Mir fällt vielleicht noch ein anderer Einwand ein, den man aber direkt selbst abschärfen kann, weil man es ja selbst in der Hand hat, was man da kontemplieren möchte. Und zwar, dass das Ideal vielleicht auch nicht zu hoch ist, um nicht dran zu scheitern. Also dann bist du nicht frustriert, weil du das Ideal, was du dir vorgenommen hast, eben nicht erfüllen kannst oder in die Welt bringen kannst. Das wäre auch schade, aber man hat es halt in der Hand. Also da darf man sich selbst abgleichen, weil das jetzt zu viel, was ich mir abverlangt habe oder nicht. Ja, ich finde es auch eine ganz, ganz spannende Übung. Eine ganz kurze Bemerkung dazu noch. Also im Grunde genommen erklärt das ja auch ein bisschen die hellenistische Neigung, sich Biografien anzuschauen. Ne? Ja. Also die Leben berühmter Philosophen zum Beispiel bei Diogenes Laertius oder auch bei anderen, wenn man sich Plutarch oder so anschaut. Das ist vermutlich ja auch im Kontext dieses Role Modeling, so könnte man das ja, glaube ich, nennen, zu sehen, dass ich natürlich genau etwas über diese Leben von Marc Aurel und anderen wissen muss, damit ich sie überhaupt als Beispiel nehme. Ne? Finde ich irgendwie ganz interessant. Ja, man lernt ja auch sehr gut durch andere, also durch Nachahmen, durch Gucken, was macht der andere und in dem Fall eben durch, ja, im Prinzip ist es vielleicht auch durch Nachimagination dessen, was er getan haben könnte, also oder wie er sich verhalten hätte, durch Ableiten davon, was er getan hätte. Ja, da das ist, glaube ich, auch den noch kleinen was... Twist, dass man irgendwie sagt, okay, was hätte der getan?
Und manche fassen das auch so auf, wie würde ich handeln, wenn der neben mir steht? Also wenn jetzt zum Das Beispiel ist auch schön, ja. Ich am Süßigkeitenstand stehe und stelle mir vor, dass Marc Aurel würde neben mir stehen und ich bestelle irgendwie 8 Twix und dann würde der neben dran stehen, na, 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 mäßige dich, ja. Ja. Also so dieser beobachtende Aspekt, der ist da auch mit dabei. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, das, was du jetzt gerade sagtest, bei Seneca kommt das vor, ne? Dass man dann sich irgendwie in stoischen Weisen hier draufsetzt, auf die Schulter, der einen dann immer den ganzen Tag über beobachtet und die Kommentare zu den Dingen abgibt, die man denkt und die man macht. Ne? Kann man sich anstrengend vorstellen, aber es ist im Wesentlichen, glaube ich, im Kontext dieses Role Modeling auch zu sehen. Ja. Und ich bin das gerade auch im Kopf mal durchgegangen. Ich finde es auch wesentlich einfacher, sich irgendwie vorzustellen, was würde eigentlich der ideale Markus tun oder was würde Marc Aurel tun, was würde Seneca tun, was würde Epiktet tun, als sich zu sagen, naja, in der Situation muss ich echt jetzt weise, gerecht, selbstbeherrscht und mutig sein. Was war das nochmal? Da muss ich ja den Stoiker-Podcast jetzt nochmal hören, um diese Einzelfrage zu beantworten. Ja. Und ich glaube, unser assoziatives Gedächtnis ist da wesentlich stärker als sozusagen diese reflektierende, diskursive Vernunft, die wir haben. Dass wir sofort, wenn wir sowas sagen wie, was würde Marc Aurel tun, das triggert viel schneller bei uns was. Und man könnte ja, das wäre ja auch noch ein Hinweis, auf die eigene Praxis situativ ganz kasuistisch unterscheiden. Also Marc Aurel für das, Seneca für die Fälle. Ne? Mhm. Also wenn man Marc Aurel ist, vielleicht sehr gut darin, wenn man sich fragt, wie soll ich halt mit ärgerlichen Menschen umgehen, so als Kaiser, der den ganzen Tag Leute um sich hatte, die irgendetwas von einem wollten, die vielleicht aber auch gar nicht so wohlgesonnen waren. Das ist vielleicht so Marc Aurel ein guter Kandidat, wenn es dann möglicherweise irgendwie um Aushalten von Schmerzen oder von den Niedrigen geht, nimmt man vielleicht Epiktet und so. Ne? Also kann man sicherlich auch anders machen und man kann andere stoische Beispiele finden, aber so in etwa kann man ja auch in der eigenen Übungspraxis vorgehen, dass man nochmal differenziert nach Rollenmodellen und verschiedenen Situationen, in denen man die Rollenmodelle gebrauchen kann. Ja, schöne Übungen. Es gibt ein Buch, was genau das macht oder was genau dieses Konzept nochmal auch auf verschiedene Szenarien ausbreitet. Das ist Alter Ego-Effekt von Todd Herman. Er macht genau das. Also du baust wieder dein Alter Ego, dein Superheld für gewisse Situationen. Ja, das klingt total spannend. Das sollten wir vielleicht auch nochmal in den Shownotes verlinken, das Buch für all diejenigen, die da noch ein bisschen weiterarbeiten wollen. Ja, was nehmen wir mit? Also wenn wir jetzt unseren Koffer packen an spannenden Dingen und wir haben so eine Sache, die wir auf jeden Fall hier aus dieser Folge mitnehmen würden, was würdet ihr mitnehmen? Also was mir wichtig ist, diese Reserve Clause oder Handeln unter Vorbehalt, das ist jetzt kein Blankoscheck, um irgendwie schnell aufzugeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte heute noch nach München fahren, gehe runter, lass mein Auto an und merke, oh, Batterie leer, naja, das war es halt dann, es hat nicht sollen sein, ich fahre halt heute nicht mehr nach München. Es liegt ja dann trotzdem in meiner Macht, ja, dann gehe ich halt zum Bahnhof und fahre mit dem Zug oder mache irgendwelche anderen Dinge, um nach München zu kommen. Also das war etwas zum Beispiel, um zu sagen, also ja, es sollte nicht dazu dienen, sofort aufzugeben, sobald das erste kleine Steinchen im Weg liegt, sondern das Ziel zu erreichen liegt trotzdem noch in meiner Macht, auch wenn es da irgendwie Hindernisse kommen. Ja, ja, spannend. Was ich noch mitnehme ist, wenn man so auf die Übung guckt, die wir jetzt besprochen haben, die finden alle im Kopf statt, ne? Und Gerechtigkeit ist ja tatsächlich was im echten Leben stattfindet. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie funktioniert das denn? Und interessant, dass du nochmal Barbara Fredrickson erwähnt hast, dass sie quasi bewiesen hat, dass man ein besserer Mensch wird, wenn man diese Form von, diese Metameditation macht. Und es scheint ja dann zu sein, dass man dann in dieser Meditation, in diesen Übungen eine Form von Haltung irgendwann auch als Gewohnheit vielleicht auch einnimmt, mit der man dann gerechter, freundlicher, philanthropischer einfach handelt, so als Wirkmechanismus, wie diese Übungen einen dann die Gerechtigkeit und das Stoische ins Leben transportieren können. So das als
Ja, ganz spannend. Also ich nehme auch nochmal zwei Sachen tatsächlich in diesen Koffer mit. Einmal eine Erkenntnis und einmal einen Arbeitsauftrag. Und die Erkenntnis lautet, dass mir vorher gar nicht so klar war, wie nah eigentlich diese stoische Philanthropie, also dieser radikale Altruismus, eigentlich am christlichen Ideal der Nächstenliebe ist, ne? Das ist vielleicht auch deshalb ein Gedanke, der vielen, zumindest mir jedenfalls, intuitiv erstmal plausibel und nachvollziehbar erscheint. Also die Idee der Fürsorge für die andere und auch da keine Differenzierung zu machen. Das ist so ein bisschen die Erkenntnis. Und der Arbeitsauftrag ist, ja, diese Erkenntnis noch weiter zu differenzieren. Denn ich stelle mir natürlich die Frage, was das eigentlich am Ende genau heißen soll. Also in welcher Gesellschaft möchte der Stoiker eigentlich leben? Ne? Also es ist ja schön und gut, dass man sagt, so Zenons Politeia ist sozusagen die Perspektive, worauf das Ganze eigentlich hinsteuern soll und warum wir anderen helfen. Aber was heißt das jetzt eigentlich ganz genau? Und was heißt vor allen Dingen dann auch, die verschiedenen Menschen voneinander abzugrenzen? Also vermutlich meint der Stoiker auch nicht, dass wir unsere nahen Menschen, die im nahen sozialen Bereich sind, in der gleichen Weise behandeln sollen wie wildfremde Menschen, die wir nie getroffen haben. Ja? Und da würde ich einfach gerne noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das heißt, das nehme ich mit, einmal eine Erkenntnis und noch einen Arbeitsauftrag. Wir haben also noch was zu tun. Auf jeden Fall. Eine spannende Folge. So. Ja, genau. Und ja, das war jetzt auch schon fast die Schlusspredigt. Ne? Also jetzt kann ich ja schon mit den bekannten Worten irgendwie ableiten und abspannen, indem ich sage, ich glaube, die Lage der Stoiker ist heute ausreichend erörtert. Wir haben heute über Gerechtigkeit geredet und beim nächsten Mal nehmen wir die vierte Kardinaltugend genau in den Blick, nämlich die Weisheit. Und bis dahin versuchen wir einfach so, wie wir es bisher immer gemacht haben und wofür wir jetzt auch das Rüstzeug haben, gerechte Menschen zu werden, ja? Also bis nächste Woche, dann bis zur Weisheit. Ja. Macht's gut. Ciao. Tschüss.